Willkommen zurück zu Eurotruck Simulator 2 in 12 Folgen und ich weiß nicht, ob der Auftrag, den ich gerade machen wollte, noch existiert. Von Frankfurt am Main nach irgendwo, sieht gut aus. Stellen wir uns mal ein. Wir müssen jetzt von unserem Truckhof quasi dahin fahren, nur mit dem Auflieger. Ab jetzt wird's interessant, ab jetzt müssen wir zusehen, dass wir ihn nicht beschädigen. Ab jetzt muss ich tatsächlich vorsichtig fahren. Oder sagen wir vorsichtiger. Ich könnte immer noch mit fremden Trucks fahren, aber das wäre Verschwendung. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier lang fahren kann. Wir drängeln uns hier einfach mal rein. Hat funktioniert. Ja, zeig mir bitte wieder das. So, wir müssen hier auf den Hof fahren. Ich verstehe nicht. Muss ich da. Nein! Oh. Muss ich da vorne auf das. Auf das Symbol fahren? Um den Auftrag anzunehmen? Wahrscheinlich. Okay, jetzt kann ich den Auftrag nehmen. Es geht dann nur vor Ort, offensichtlich. So, dann fahren wir mal dahin. Wo wir hin sollen. So, dann haben wir jetzt den Anhänger und fahren die Strecke ab, die wir fahren sollen. Ab sofort müssen wir selber tanken. Ab sofort müssen wir alles selber machen. Ab sofort müssen wir schlafen. Ab sofort müssen wir alles machen. Ab sofort ist das einfache Leben vorbei. Und der Ernst des Lebens beginnt. Im wahren Leben wäre diese Ampel gerade noch auf Rot gesprungen. Warum es im Gaming-Leben plötzlich besser funktioniert, ist mir ein Rätsel. So, wir fahren jetzt mal nicht um die rote Ampel herum. Nein, 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 nein. Ich wollte nur sehen, wann die Ampel umschaltet. Sieht man von außen ein bisschen besser als von innen. So, ich hoffe, diese Ampel schaltet dann auch mal demnächst um. Der wusste natürlich, dass grün wird. Verdammter Computer. Gib da einfach mal so Gas. Ich muss aber auf dem seine Spur auch. Fahr, Junge. Fahr. Gutes Mercedes-Blinker-Geräusch. Nur noch ein bisschen zu sehr wie Plastik. Ist ja schon ein relativ mächtiger LKW, den wir hier haben. Nicht das Schlechteste. Und natürlich nicht das Beste. Aber ich denke, damit kommen wir schon eine Weile hin. Außer wir müssen natürlich hinter solchen hier hinterher schleichen, die wir auch direkt überholen werden auf der Autobahn. Bald wir die Autobahn erreicht haben. Jesus. Bremst mich halt komplett aus. Was ich gerne hätte, wäre Mad Max Euro Truck Simulator 2. Das wäre sehr cool. Postapokalyptische Euro Truck.
So, schauen wir mal, wie schnell wir jetzt auf 100 km/h kommen oder ob wir überhaupt auf 100 km/h kommen. Wir immer noch auf 90 herumgammeln mit den ganzen Leihwagen. Schauen wir mal, was unsere Maximalgeschwindigkeit jetzt ist. 80? Komm schon. Muss doch mehr gehen. Muss doch mehr gehen. 82. Jawohl. Bremst ihr denn alle auf einmal? 90. Tempomat drauf eingestellt. Schneller als mit den anderen war es jetzt auch nicht. Machen wir gerade Licht an. Alles Fernlicht. Dann machen wir nur Abblendlicht. Das wird schon reichen. Irgendwas ist in uns reingefahren. Warum bloß? Vielleicht, weil ich auf zwei Spuren fahre die ganze Zeit. So viel zum Thema, ich muss vorsichtig sein und kann ihn nicht so sehr beschädigen. Wahrscheinlich wird der hier jetzt noch schlimmer kaputt gehen als alle anderen bisher. Ganz schön viele Tasten auf dem Lenkrad. Radarkontrollen. Und? Werde ich geblitzt? Naja, 90 scheint sie nicht so wirklich zu interessieren. So. Gewöhnt euch an das Truck Cockpit. Das hier ist, was wir uns jetzt ab sofort ansehen werden für die nächsten 7000 Fahrten. Ich finde, diese Schlafanzeige hätte mehr so eine Info wie, wie viel Kilometer noch, bis ich schlafen muss. Statt so eine mehr oder weniger ominöse Anzeige, die jetzt alles sein könnte. So, wir sollen offensichtlich hier runter. Das heißt, wir nehmen schon mal den Tempomaten raus. Lassen die Geschwindigkeit ein wenig fallen. Offensichtlich sollen wir hier runter. Sehe schon wieder kommen. Bau wieder Unfälle. Solche Auf- und Abfahrten. Alter! Fahr! Wenn man die anfährt, dann bleiben die immer erstmal eine Weile stehen. Das ist ein bisschen nervig. Ihr hättet jetzt auch wirklich gerade noch, genauso wie die LKWs, einfach im Fluss fahren können. Hätte einfach noch machen können, oder? Wäre doch gegangen. Wäre doch prima gegangen. Stattdessen bleibt er da einfach nochmal so komplett dämlich stehen. Ich glaube, mein Blinkerhebel hat sich gerade bewegt. Was unheimlich cool wäre. Ich mag Aufmerksamkeit im Detail. Oder eher Liebe zum Detail. Ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sehen, wie weit wir noch fahren müssen auf der Landstraße. Ich hoffe nicht sehr weit. So, wir hangeln uns jetzt von Stadt zu Stadt, im Grunde genommen. Immer das lukrativste Angebot vor Ort und dann weiter. Kannst du es wagen, mich zu überholen? Aber die KI weiß offensichtlich, ab wann wieder ein Auto kommt, wenn der da jetzt so begeistert dran vorbeifährt. Machen wir das auch einfach mal. Hoffen aufs Beste. Wir hoffen immer noch aufs Beste. Und das Beste ist passiert.
Es kam niemand. Wunderbar. Komplett über dem Geschwindigkeitslimit. 90. 91. Oh Gott, bergab. Wir schaffen die 100 bergab. Nein. Auch bergab schaffen wir die 100 nicht. Aber wir holen den Typen langsam ein, der uns überholt hat. Hier übrigens merkt man eine Sache, was ich sehr cool finde. Also ich glaube, das ist das realistischste Euro Truck Simulator 2 überhaupt. Man kriegt so richtig dieses Gefühl, dass Truckfahrer tatsächlich haben, langsamer werden ist nicht. Weil langsamer werden kostet Zeit, kostet Geld, kostet Sprit, kostet alles. Schnell fahren, dauerhaft gleich fahren, wunderbar. Bremsen, nope. Bremsen wird um jeden Preis vermieden, deswegen gibt es auch sowas wie Elefantenrennen. Dass da zwei Trucks nebeneinander herfahren und versuchen, sich auf immer und ewig zu überholen. So, ich fürchte, ich bin in keiner Stadt. Das heißt, es könnte eine ziemlich schlechte Situation sein für neue Aufträge. Aber wir werden es rausfinden. Ich hoffe, ich kann hier auch Aufträge annehmen. Was auch immer hier draußen ist. Das ist der eine Nachteil. Man kann auch Trucks nicht überführen. Das heißt, ich müsste quasi in eine andere Stadt fahren. Erstmal, dann würde ich erstmal eine ganze Weile Leerfahrt machen. Was ziemlicher Käse ist. Aber ich werde eh müde und muss dann auch mal demnächst schlafen. Ich meine damit das Spiel, nicht mich. Man hört das schon, so wenn es anfängt so zu schnaufen und solche Sachen. Das gehört zur Müdigkeitssimulation. Später wird dann noch die Sicht schlecht. Solche Sachen. Hoffentlich ist da, wo wir hinfahren, genug Platz, um auch noch zu ruhen. Was natürlich wieder Zeit kostet, etc. So. Schalt ab. Warum schaltest du denn nicht ab? Nur längst fertig. Mit abbiegen. Menschenskinder. Also der Sprit geht aber angenehm niedrig runter. So gar nicht. So. Direkt an dem Kollegen vorbei. Hoi. Schauen wir mal, ob wir da noch ankommen lebend oder ob wir vorhin dem Schlaf anheimfallen. Rome. So, offensichtlich sind wir in Köln. Ikonisches Wahrzeichen der Stadt Köln. Der blau gefließte Tunnel. In jedem Touristenguide direkt noch vor dem Dom. Weh, ich sehe den Dom von hier aus nirgendwo. Leute. Da, da ist der Dom! Ich sehe den Dom. Wahrscheinlich die einzige Stadt in Deutschland neben Frankfurt, von der ich weiß, was ich sehen sollte. Und Berlin. Brandenburg vielleicht noch. Aber. Ach ja. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie akkurat hier diese Städte sind. Wahrscheinlich nicht sehr. Wahrscheinlich gibt es diese Teile, die hier abgebildet sind, überhaupt nicht. So, hier vorne kann ich schlafen gehen gleich. Und dort, wo ich den Auftrag abgebe, kann ich wahrscheinlich auch neue annehmen. Blinken wir schon einmal. Ja, Schluss. Okay, der Hebel bewegt sich tatsächlich, auch wenn ich es manuell mache. Wäre mir natürlich lieber, wenn es so machen würde. Aber nicht. So. Okay. Dann gehen wir mal abgeben.
Das müssen wir irgendwo hier hinten machen. Mal sehen, ob ich hier einfach drauf fahren kann und ob ich das auch nicht hinbekomme. Ist ja schon fast so einfach. Okay, hat nicht funktioniert, ich bin zu weit schief, mir ist egal jetzt. Gute Arbeit haben wir gemacht. Bisschen Schaden haben wir auch gemacht. XP haben nicht gereicht für irgendwas Sinnvolles. Sieht es denn mit der Bank aus? Zurückzahlen. 35 Tage lang. 2888 pro Tag. Okay. Gut, dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen, wer was zu sagen hat. Kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.